Herzlich willkommen zurück in Space Engineers. Um meinen Bohrer zu entladen, musste ich noch weitere 12 große Frachtcontainer aufbauen. Sonst hätte ich es nicht entladen bekommen. Und damit das alles ein bisschen schneller raffineriert wird, 16 Lichtbögenöfen sowie noch 9 weitere Raffinerien mit Module. Und jetzt habe ich angefangen, hier eine Plattform zu bauen, wo ich dann mein kleines Schiff bauen will, um mal den Outpost anzugreifen. Die Volunda habe ich umgeparkt, genauso den Bohrer mit den Geschützen nach unten, falls da von der Seite irgendwo Trouble kommt. Die Geschütze auf der Volunda eingeschaltet. Jetzt wollte ich aber schnell erst einmal, also schnell in Anführungsstrichen, die ein paar Displays aufbauen. Dazu braucht man eine Zeitschaltuhr, einen programmierbaren Block und natürlich LCDs. Ich weiß gar nicht, wie die hier so ausschauen. Die können wir mal ausprobieren. Oh, die probieren wir mal aus. Kann nicht schaden. So. Aber um das alles quasi zu managen, oh, das sieht cool aus, brauchen wir quasi erstmal unsere Zeitschaltuhr. Wir brauchen interne Panzerung. Ja, wir müssen mal hier unbedingt was einstecken wieder. Wir haben irgendwie die Hosentaschen leer. Wir brauchen noch Computer. Ein paar Motoren. Also die ist die Hosentasche schon voll. Okay. Warte mal, die Zeitschaltuhr können wir eigentlich hier herstellen. Sowie den programmierbaren Block auch. Die 6 kommt dahin. So, dann bauen wir das schnell auf. Perfekt. Die Zeitschaltuhr schalten wir auf eine Sekunde. Geben dir den Befehl, dass wir den Programmierblock starten. Und natürlich sich selbst noch einmal. Damit ist die Zeitschaltuhr schon erledigt. Und jetzt kommt der Programmierblock dran. Da habe ich ein fertiges Skript aus einem Workshop. Kurz aufgepasst, das ist das hier, die konfigurierbaren automatischen LCDs. Das ist ein nettes Skript. Einfach reinladen, kann man prüfen lassen, aber ich habe das schon 100-mal gemacht. Ich weiß, dass es funktioniert. So. Jetzt sollte die Zeitschaltuhr blinken. Genau, passt. Und jetzt können wir die ersten LCDs anbringen. Also das sieht ja klasse aus hier, das werden wir mal echt mehr so herstellen. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Oh, sie benötigen? So, anzeigen, ja. Zeig dich gleich an, du. Wie viel haben wir denn jetzt? 52. Passt. Ich will mal schnell gucken, ob ich den einfach so programmieren kann. Irgendwo hatte ich hier... Genau, wir müssen... Damit der automatische Skript funktioniert, schaut, hier im Hintergrund sieht man schon, dass er da, dass er da ein Skript reingeschrieben hat. Hoppala, was war jetzt los? Ah ja. Erwarten wir einen Angriff. Ich sehe nichts. Gut, dann bauen wir mal noch ein paar weitere auf hier, damit ich auch alles zeigen kann. Die sehen echt super aus, ey. Wahnsinn. LCD, da haben wir da noch mehr von den hübschen Dingern. Können wir da noch einen für hochkant stellen? Ne, war kann ich. Aber könnten den mal ausprobieren. Mit dem hier einmal drehen und so rum. Ah, so rum passt der nicht. Moment. Passt vielleicht schon. Mal kurz ausprobieren. Die 9. Ja, die 9 hätte ich gern so rum. Kann man den so rumdrehen? Nein. Der dann auch so rum richtig angebaut? Okay. Okay, okay. Nee, das gefällt mir nicht. Er kommt wieder weg. Dann bleibt man bei denen hier. Zumindest vorläufig.
So. Wie gesagt, hier muss LCD dahinter stehen und dann kann man hier in den öffentlichen Text natürlich ein paar Sachen schreiben. Und zwar nehmen wir mal Inventory S. Mit Größe ein Stückchen runterschrauben. Und dann seht ihr eine Gesamtauflistung, aber wir wollen nicht alles sehen. Ich hätte dann gerne XS. Und damit haben wir erstmal hier unsere grobe Auflistung. Bei Inventory X sehen wir unsere ganzen Komponenten. So. Wir nehmen mal den hier drüben. Da möchte ich die Power angezeigt haben, sowie Power, Semikolon und Damage. Okay. Reaktoren laufen mit 51% Kapazität. Raketen- und Gatling-Geschütz sind beschädigt. Oder nicht fertig gebaut. Ah, nicht fertig gebaut. Okay. Dann ist jetzt das da erledigt. Okay. Weiß ich gar nicht mehr, die einzelnen Befehle, aber ich weiß gar nicht mehr, ob Ohr geht, eine Inventory, wo sind wir denn, Inventory, Semikolon, Ohr. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Geht nur Ohr? Weiß ich gar nicht. Nee. Inventory S. Naja. Machen wir die Schriftart ein Stückchen kleiner. 0,8 ungefähr. Dann kann man alles lesen. Also das meiste zumindest. XS, ne, oder SX, ich weiß gar nicht mehr. Inventory or Inventory XS. Entrails, bla bla bla. Naja, ich habe vergessen, wie die anderen Dingens hießen. Aber so kann man zumindest sich mal ein paar Sachen anzeigen lassen. Sehen wir ja quasi ganze Ingots, Ohrzeug, alles mit einmal. Okay. Wir beginnen mit einem kleinen Schiff. Ich möchte ein kleines Schiff bauen. Das kleine Schiff muss gerade mal so fliegen, also das muss nichts Besonderes dran haben. Wird es auch automatisch nicht. Muss man ein grobes Gerüst herstellen. So. Dann hätte ich gerne ein Cockpit. Ja. Zack. Sauerstoffgenerator brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen eine Sauerstoffflasche mit, weil wir werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sterben dabei. Okay, wir brauchen ein paar Gyroskope dann. Erstmal machen wir die Fläche noch ein kleines Stück größer. Okay. Und dann schrauben wir das mal hoch. Panzerglas, ja, kommt später.
dabei fällt mir gerade was ein. Ich bin der Bauingenieur. Bin ich nicht eher schon auf die Idee gekommen? Wir benötigen eine Förderleitung. Förderleitung. Genau. Und einen Welder. Dann nehmen wir natürlich den. Und das sein wird. Hier haben wir einen für die Nähe. Da haben wir einen für richtig weit weg. Jo. Das probieren wir mal aus. Achso, der geht gar nicht für eine Station. Okay. Dann hilft nichts. Dann kommt der halt her. Wir brauchen die Förderleitung. Förderleitung machen wir hier dran. Beziehungsweise gehen wir hier nochmal runter. Gehen wir da. Da schmeißen wir ihn ab. Und machen dort einen Block hin. Einen, genau. Und jetzt bauen wir uns hier rüber. Dem länglichen. Können wir nämlich das ganze Schiff mit den Wäldern aufbauen lassen. Das ist viel, viel praktischer. Wenn wir nämlich bloß die Rohlinge setzen, dann schalten wir die Anlage ein. Das sollte automatisch gehen. Genau. So. Dann machen wir hier einen Knick nach oben. Jawohl. Dann machen wir hier auch einen hoch. Machen wir die 8 nämlich rein. Motto 8. Zack. So. Dann passt du da nicht rein. Sieht da irgendwas? Ich sehe. Hier irgendwas stört da. Okay, probieren wir das erstmal hoch hier. Ja? Aber klein, ja. Aber klein, Herstellungskomponenten und lauter seine Späßchen. Können wir aus dem kleinen Frachtcontainer nichts rausnehmen? Gehört ja irgendwas wieder nicht uns. Ist wie es sein soll. Wir suchen uns mal schnell den wichtigen Frachtcontainer raus. Den müssen wir mal einen Namen geben. 18. Container 18. Tims. Wir brauchen Herstellungskomponenten. Warum kann ich hier nicht rausnehmen? Was soll denn das? So, wir sind da nicht verbunden, weil... Ah, was brauchen wir? Motoren, wa? Nee, Stahlrohr. Nein. Und Herstellungskomponenten. Ich wundere mich die ganze Zeit. Träger. So, dann gucken wir mal, ob wir hier den reinkriegen jetzt. Um dem Code kriegt man den da nicht hin. Hey. Kriegt man schon hin. Dann machen wir das so hier. Ich glaube, da machen wir auch einen hin. Thank you.
Okidoki. Ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Wir schrauben mal den einen hoch. Stellen uns vier Energiezellen und ein paar Herstellungskomponenten. Vier Energiezellen. Ein paar Herstellungskomponenten. So, dann schalten wir das gute Gerät ein. Das nicht übernehmen. Irgendwas braucht. Energiezelle. Motoren und Herstellungskomponenten. Ah, vier Energiezellen. Ich krieg die Tür nicht zu. Bilder 1 bis 4 kriegen eine Gruppe. Aus. Sind sie auch aus? Bringen wir hier uns mal einen Button an. Hier an, würde ich sagen, im sicheren Abstand. Hast du konfiguriert? Ein und aus. Passt. Ja, das haben wir hochgeschraubt. Das passt ganz gut. Dann brauchen wir die Gyroskope. Kleinen Reaktor, Gyroskop. Machen wir so. Reaktor, Reaktor. Stellen wir mal so rum, dass wir den gleich noch befüllen können. Das war eigentlich schon so das Wichtigste. Und okay. Nicht ganz gereicht. Guter. Computer, wir brauchen noch einen Hammer und dann
ein paar große Rohre noch. Da schon wieder voll. Ja. Loswerden. Die brauchen wir nicht mehr. Rohre haben wir. Okay, okay, okay. Uran. Uran. So. Gucken, voll reichen. Oh, was ist da passiert? Warum? Einen vor, einen zurück. Einen links, einen rechts. Oben. Und eine nach unten. Verstehe es. Komponente. Du kriegst du. Na, warte, können wir doch. Finde ich witzig hier. Rick. Ja. Ah, wir müssen den Fuß fertig bauen, deswegen. Das habe ich ganz vergessen vorhin. Machen wir eine Landung. Wegfliegen. Passt. War mein Fehler. Wir müssen mal ein paar Herstellungen machen. Und zwar brauchen wir denn eigentlich für so ein EMP? Jetzt wisst ihr, wo die EMP ist. Könnte man die direkt herstellen lassen. Montageanlage 4. Das beobachten wir mal. EMP, EMP. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.